Und damit willkommen zurück hier zum Let's Play Outlast. Zur zweiten Folge. Ja, wir machen im Prinzip einfach genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar mit dieser wunderbaren Steuerung. Fliehe aus den Nerven, Herrscher, benutze den Sicherheitsterminal. Genau, den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Den Sicherheitsterminal. Wo ist das? Der Sicherheitsterminal. Ist es hier? Ah. Da haben wir noch was Interessantes. Bin drin. Nice. Ja, krass, ne? Haben wir noch was? Dokumente? Ah ja. Mit Umweltschäden. Was? Naja, wir müssen irgendwie hier raus. Nö. Okay, ist auch sinnvoll, wenn dahinter direkt ein Tisch mit Monitor steht. Aber gut. Ein Versuch war es ja wert. Wie wir wissen. Nö. So. Auch zu. Gehen wir mal runter. Nee. Oder? Hm. Um festzustellen, dass diese Tür zu ist. Muss für die Bauaufsicht dokumentiert werden. So, reicht. Das auf und sonst haben wir ja hier nichts. Das zu. Das. Ja, das sonst zu. Geht's nur da raus. Das ist schon mal gut, weil. Ah! Security Room. Da müssen wir ja im Prinzip hin. Boah. Reflexe braucht man hier. Was haben wir gerade aufgezeichnet? Da haben wir nichts aufgezeichnet. Ah. Mit einer Käsereibe. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos.
Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Ja, ich auch nicht. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Was? This is getting strange. Naja. Was haben wir denn hier? Lecker. Was Wichtiges? Ja, vielleicht was Relevantes für den Film? Ah, eine Batterie. Perfekt. Wieso ist die Tür zu? Ein Spielbug. Naja. Ah ja. Security. Ist eine Schlüsselkarte notwendig? Wo soll ich die denn herkriegen? Oh. So viel zu. Alles ist hier obviously. Ich kotze. Ich kotze. Haben wir hier irgendwas? Nein. Herrlich. Keine Ahnung. Oh, ich hinterlasse Fußspuren. Ja gut. Ist halt so. Moment mal. Also, wenn ihr eine Ahnung habt, wo sich diese Karte finden könnte, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich fühle mich nämlich so ein bisschen hilflos, weil den detektivischen Spürsinn, den habe ich irgendwie nicht. Das ist halt sehr le Problem. Gut. Da sind wir rausgeflogen. Da wollte uns der Türsteher nicht haben. Dann, ja, gut, hier unten geht's ja nicht weiter. Also muss es ja irgendwie hier hinten weitergehen. Wir sind datengeil. N. Nope. Dann drücken wir J. Ah ja. Profi. Projekt Wallrider. Profitpotenzial. Helen Granite, Murkoff Schadensabteilung. Schön für dich.
Man könnte auf diese Musik verzichten. Liegt hier eine Schlüsselkarte? Hast du eine Schlüsselkarte für mich, mein Freund? Ja, wer bist denn du? Dich kenne ich ja gar nicht. Bist bestimmt einer von den neuen Spielern, klar? Ja. Very unspektakulär. Ah ne, Quatsch. Bin ich gerade wieder... Dann muss die Karte ja hier sein. Schätze ich mal. Nein. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich brauche Tipps, sonst geht's hier nicht weiter. Ich habe irgendwas in meiner Zahnlücke hängen, das ist ziemlich nervig. Ach. Dead Surprise. Ganz ehrlich, also... Vielleicht ein Bücherregal? Nope. Ich hab keine Ahnung. Aber wo soll die denn sonst sein? Wenn ich auf dem Scheißhaus ist ja nix. Aber gut, könnte natürlich sein, aber... Wie gesagt, das... Cool. Das wird mich sehr wundern. Und da haben wir... Wir haben ja alles durchsucht. Da ging's ja... Ah, nein. Nicht ganz. Nicht alles durchsucht. Schlüsselkarte hoch. Oh. Ah. Interessant. So viel zu, wir haben hier noch nicht alles durchsucht. J. Noch mehr zum Projekt Wall Rider.
Chemische Fixierung. Sekundenkleber. Ah, hoch, da geht's weiter. Ja, wer bist denn du? Dich kenne ich ja gar nicht. Bist bestimmt einer von den neuen Spielern. Klar. Oh ja. Konfrontationskurs? Gehen wir auf Konfrontationskurs? Machen wir es wie bei der Bild. Oder wie bei RTL. Guten Tag. Ach, guck mal. Schicht im Bild? Nee. Wie abwesend. Ernsthaft. Is there a key card? Freunde. Entschuldigung, hier, hallo. Hättet ihr mal vielleicht eine Schlüsselkarte für mich? Wäre das was? Vielleicht? Ja, nee, auch nicht. Schade. Verdammt. Ja, Himmelarsch, wo soll die denn sein? Ah, Steuerung. Kann ich da immer noch sprinten? Shift-Taste, komm her. Nein, kann ich nicht. Denn. Ah, der Herbststurm, der ja leicht verpixelt ist. Da bist du ja. Danke. Nein. Sammelte Objekte werden in deinem Notizblock, Tabulator aktualisiert. Inventar. Okay, ah ja. Gerochener? Was? Gerochener? Nein, gebrochen. Das ist ein, da fehlt was. Das ist ein Druckfehler. Start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Die Chemikalien haben sie aufgelöst. Gut. Inventar. Dann gehen wir jetzt nach einer zurück. Jetzt wissen wir ja, wie es geht und denn ah ja, denn ja, wenn ich jetzt nur wüsste, wie es hier wieder zurückgeht. Ha. Oh. Holen Sie sie raus, bitte. Der Doktor ist tot. Reißen Sie sie raus. Was denn? Ich habe nicht zu Ende gelesen. Sackarsch. Was faselt es? Ja, na, verreck. Ist mir egal. Sackarsch. Du, 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 du
Ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, das gebe ich zu. Aber gut. Ah ja. Ah ja. They lie. Herzlich willkommen im Schrank. Und ich würde sagen, im Schrank machen wir auch Schluss für heute. Sprechen beenden. Ja. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ja. Was gibt's noch groß? Genau, die übliche Leier. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst dem Kanal ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr das weiter zeigen wollt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Und nur mal so als Tipp, schaut euch die Videos im Hellen an. Ist gut, dass ich das jetzt auch am Ende sage und nicht am Anfang. Egal. Na gut, macht's gut. Bis dann und tschüss.